da sind wir wieder. Ja, und wir sind jetzt auch gleich in Bad Waldsee. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Also wir sind jetzt hier eigentlich nicht zu einer Reparatur, sondern wir sollen morgen früh gleich um 8 Uhr unseren Gustl abgeben. Und deshalb fahren wir ja auch jetzt schon hin und werden da übernachten. Wir bekommen nämlich diese elektrischen Fensterheber eingebaut. Ja, die sind schon da. Die Fenster, die auch elektrisch funktionieren, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Ja, okay. So war es also richtig gesagt. Also jetzt sind wir in Bad Waldsee und jetzt schauen wir mal, wo wir die Nacht verbringen. Wir sind jetzt zwar auf dem Parkplatz vom Werksgelände, aber es ist alles voll. Ja, da wollen wir, da haben wir mehr einen Termin morgen. Dann fahren wir jetzt halt einfach zum Museum hoch und da denken wir, dass wir da wieder Platz bekommen. Schräg eingebaut, aber sonst stehen wir ganz gut. Wir teilen uns jetzt die Plätze, die restlichen Plätze, die hier sind. Und das ist schon alles voll, aber da brauchen wir jetzt nicht zum Museum fahren. Nö, wir haben schon mal hier übernachtet und das geht gut. Dann brauchen wir morgen extra wieder herkommen. Ja, aber wenn ihr mal einen Termin hier habt, also hier ist meistens schon verdammt voll. Und man fährt besser zum Museum. Aber heute klappt es. So schaut es aus. Das ist der Eingangsbereich von Hümer Bad Waldsee. Und zwar Werkstatt. Und auch Kundenservice. Also wie heißt es? Werkskundendienst. Ja, also. So, und gleich geht's los. Und dann schauen wir doch mal, ob das alles gelingen wird. Das wäre natürlich super. So sieht es jetzt aus. Und wenn alles klappt, haben wir danach einen zweiten Schalter und dann funktioniert der Fensterheber. Das heißt, dass ich auch das Fenster aufmachen kann, wenn keine Zündung angeschaltet ist. Das wäre super. So, solange unser Gustl in der Werkstatt ist, fahren wir etwas nach Bad Waldsee. Und hier stehen wir genau am Ufer des Stadtsees. Und es sieht herrlich aus. Noch so früh am Morgen. Wunderschön. So, und die Ruhe wird nur überboten von einer eifrigen Fitness-Sportlerin. Ja. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Es ist sehr schön hier, Bad Waldsee. Die Ursi hat ja das gerade gefilmt, oder? Ja, habe ich. Genau. Also, und bei dem schönen Wetter? Da wollen wir es jetzt ein bisschen erkunden. Genau, wissen wir ja. Ja. Muss ja nicht nur essen gehen. Nein, außerdem haben wir gerade gefrühstückt. Ja, genau. Jetzt fahren wir ein bisschen Fahrrad. Zwar nicht so intensiv mit Motor, wie die eifrige Fitness-Sportlerin. Aber trotzdem, also schönes Wetter ist, haben wir hier. Und dann freuen wir uns mal auf den Tag. Genau. Jetzt zur Geschichte von Bad Waldsee. Oh nee, Helle, ist schon wieder. Also, zwei Punkte sind mir freigegeben worden von der Ursi, ja. Die will ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Bad Waldsee ist also schon im 10. Jahrhundert erwähnt worden und ist 1100,
80 rum. Von Barbarossa ist das Kloster Waldsee gegründet, kurz vorm Konstanzer Frieden. Also einige Jahre bevor er in Konstanz den Frieden geschlossen hat, nachdem er den Lombardischen Krieg in Konstanz auch begonnen hat, ist Waldsee gegründet worden, also das Kloster Waldsee. Und die Waldsee war habsburgerisch, bis Napoleon die große Gebietsreform durchgeführt hat. 1806 ist es dann zu den Württembergern gekommen. Ich weise nochmal auf unser Hohenstaufen-Video hin. Napoleon und Hohenstaufen. Barbarossa und Hohenstaufen, ja. Ja, die Ursi bringt mich schon ganz durcheinander. Ja, weil das sind schon wieder mehr wie zwei Sätze. Ja, ja, okay, also das war schon. Ende. Kommen nur noch ein paar schöne Bilder. Jetzt kommen wir nur auf die Schönheit von Burg Waldsee. Genau. Und der Ursi, fang mal an. So, und wie natürlich jedes mittelalterliche Städtchen, so hat auch Bad Waldsee ein Heiliggeistspital gehabt. Da ist es jetzt. Und da steht die Ursi. Und Ursi natürlich nicht dran vorbei. Aber gehört auch dazu. Der Schütte ist ein wenig eng. Ist eng? Ich weiß es nicht, ich habe das. Und das, soll ich das mal anprobieren? Das ist M. Ja, probier es einmal an. Ja. Und sonst? Ja, so, ich finde, es schaut nicht schlecht aus. Wenn es den Kindern beim Gottesdienst etwas langweilig wird, gibt es sogar eine Spielecke in der Kirche. Aber ist eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Ja. So, und wenn wir schon in Schwaben sind, dann müssen wir auch Näheres über die Spätzle erfahren. Und da gibt es in Bad Waldsee ein Spätzle-Museum. Aber, was ist? Es hat leider nur Samstag und Sonntag geöffnet. Und heute haben wir Montag. Müssen wir halt schauen, wie wir weiterhin unsere Spätzle selber durchdrücken. Machen wir es weiterhin falsch. Wir haben nämlich einen Spätzle-Schwab, haben wir nämlich zu Hause. Und wir machen sie weiterhin badisch und falsch wahrscheinlich. So? Nein, schon richtig. Nur nicht geschabt. Nur durch die Spätzle. Gedrückt. Gedrückt, ja. Da kommen wir jetzt schon zum Stellplatz. Stehen sie schon Schlange. Stehen sie schon Schlangen beim Entsorgen. Ich hoffe mal, dass es jetzt mit den Windgeräuschen geht. Dann schauen wir mal. Der kostet. Oh, jetzt fahre ich gleich runter. Also der Stellplatz kostet 6 Euro die Nacht. Plus 2 Euro Kurtaxe pro Person. Also bei 2 Personen 10 Euro. Strom ist extra, 2 Kilowattstunden 1 Euro. Und die Entsorgung ist frei. Das mit dem Wasser ist ganz gut geregelt. Das kostet auch 1 Euro. Jetzt schauen wir, jetzt ist nämlich die ganze Anlage frei. Und hier kommt schon wieder der nächste. Also es sind natürlich jede Menge Mobile da. Und da geht es Schlag auf Schlag. Die Kassettenentleerung ist sehr praktisch. Und da ist auch eine Kassettenspülung dabei. Das finde ich ganz toll. Und entleeren tut man einfach im Bodenauslass. Also Entsorgung für Müll ist genügend da. Dann hier ist die Toilettenentsorgung.
kann man sogar die Kassette nachspielen. Mit Jazz-Telefon. So, bin schon wieder da. Und hier ist das Wasser. Und das kann man sogar digital einstellen. Und entsprechend 100 Liter 1 Euro. Also das ist moderat. Der Stellplatz ist auch moderat mit 6 Euro. Da kann man gar nichts sagen. Der liegt auch wunderschön. Da ist ein kleiner Park nebenan. Da fahren wir jetzt mit dem Fahrrad ein bisschen durch, wenn es erlaubt ist. Und die Waldseetherme sind 3, 4, 5 Gehminuten. Genügend Mülleimer da. Also toller Stellplatz und ist auch sehr schön ruhig gelegen. Also da kann man herfahren. Die Therme gehen, Hümer Wohnmobil anschauen, Spätzle Museum, Innenstadt, alles vorhanden. So, ich wollte jetzt gerade nach Weingarten fahren, da ist nämlich eine wunderschöne Basilika. Und da sind auch die Gräber von den. Von wem? Wölfen, von den Wölfen, genau. Und ja, ich kenne das zwar, wir kennen das schon, weil wir öfters hinkommen, aber jetzt werden wir gerne nochmal hinkommen, ein schöner Radausflug. Aber wo ist das Handicap? Bei mir. Mir ist es einfach zu weit. Heute ist verdammt heiß und ich habe keine Lust, jetzt mindestens 20 Kilometer hin und wieder zurückzufahren. Ja. Eine richtige Womo-Tante. Oh, nee, wir müssen uns jetzt halt was überlegen, wo wir hinfahren können. In die Natur. Wo es nicht so weit ist. Genau, in die Natur, Städtle haben wir jetzt gesehen. Jetzt gehen wir in die Natur. Okay. Ja, also wie gesagt, ein schöner Kurpark schließt das Ganze an. Da sind nur viele unterwegs mit ihren Stöcke, weil ihnen das eben bei der Kur verordnet wurde, was ja okay ist. Wow. So, ja, und mit dem Fahrradfahren einhändig muss ich ein bisschen aufpassen, wenn man nicht so geübt ist. Wunderschön, also auch für Hunde, Halter und Hunde. So, und jetzt sind wir an der Bad Waldsee, an der Therme. Schauen wir, da ist jetzt ein Zaun, jetzt sieht man sie, hier. Wunderschön, die Therme, wie die meisten Thermen, natürlich. Plätzchen gab es viele. Was für schöne Plätzchen. Ach so, zum Festbar machen, gell? Ja. Aber keins im Schatten. Jetzt sitzen wir hier vom Feuerwehrhaus am Dorfplatz in Reude. Haben uns eine gute Vesper gegönnt. Ja, eingedeckt noch im Bad Waldsee. Well, guten Appetit, Ursi. Guten Appetit, Helle. Also, hier, morgen schalten wir jetzt ab. So, das ist das Kloster Reude auf der Schwäbischen Barockstraße. Die sind wir schon mal gefahren. Bad Buchau, Bad Schussenried, Riedlingen. Dann haben wir ein Video gedreht. Blenden wir oben ein. Genau. Und dann schauen wir uns mal das Kloster an. Ja, was man anschauen darf oder kann. Wir gucken mal, dass wir in die Kirche reinkommen. Was sich da für eine schöne Kirche versteckt in so einer kleinen Ortschaft. So ist das Fahrradfahren einfach schön. Das haben wir uns verdient. Bad Waldsee. Im Eiscafé. Lecker. Sieht gut aus. Hast du es schon gezeigt? Wir sind jetzt
jetzt wieder auf Weg nach Hause. Unser Besuch in Bad Waldsee ist zu Ende, war ein schöner Ausflug. Wir hatten bombiges Wetter und wir waren beim Hümerwerks Kundendienst. Das war ja auch eigentlich Sinn und Zweck der Aktion, warum wir hier nach Bad Waldsee gewesen sind. Wir waren nämlich nur eine Nacht hier. Sonntag sind wir angefahren, haben hier übernachtet, dann das Fahrzeug übergeben, den Ausflug gemacht und jetzt fahren wir schon wieder nach Hause, weil wir haben daheim, da, zu Hause eine Verpflichtung und können jetzt leider nicht wegfahren für ein paar Tage. Und jetzt demonstrieren wir euch mal, was hier gemacht wurde. Ob es was gebracht hat oder nicht. Ja, genau, so machen wir es jetzt, ja. Also, dann bleibt dran. Also, ihr kennt es ja alle, man sitzt hier bequem in der Wohnposition, ja. Und dann hat man einen elektrischen Rollo, will den bedienen und dann muss man sich hinten da so verbiegen, ja, bis man irgendwann da hinkommt und den Schalter findet und der Rollo dann langsam runterfährt. Das haben wir ja schon im letzten Video gezeigt. Das hat uns Hümer sehr sauber gelöst. Ja. Und dann gab es noch das zweite und ihr seht, wir haben hier den Zündschlüssel. Vielleicht habt ihr auch elektrische Fensterheber. Und manchmal ist es so verdammt heiß, ja, dass man einfach frische Luft haben möchte, gerade an der Seitenfenster. Dann, wenn die Sonne noch dazu reinbrennt. Und dann kommt ab und zu mal jemand und klopft auch noch an. Ja, ihr kennt ja die Nachbarn oftmals. In dem Fall ist es die Ursi. Aber die lässt man ja nicht einfach so stehen. Und dann machen wir es folgendermaßen. Wir lassen einfach das Fenster runterfahren. Ja, hi Ursi. Hallo Helle, alles klar? Funktioniert ja prima. Ja, war es jetzt schön mit mir zu reden? Ja, sonst das ist praktisch, ja. Ohne Zündschlüssel hätten wir sonst nur gestikulieren können, ja? Ja, eben, ja. War ja auch immer viel umständlicher. Oder die Tür aufmachen, ja. Aber das ist ja auch blöd, ja. Also, wir haben hier eine saubere Lösung. Wir können unser Fenster rauf und runter fahren. Und zwar entweder hier oder hier. Und hier haben wir den Doppelschalter. Das heißt also auch, wenn ich hier sitze, ohne Rollo runterlassen möchte, dann brauche ich mich nicht nach hinten zu verbiegen, sondern ich drücke einfach da unten drauf und der Rollo fährt herunter. Und da kann man wieder hochfahren lassen. Und mit dem Fenster funktioniert es genauso. Hier drücke ich drauf, kann das Fenster stoppen und kann es wieder hochfahren lassen. Und das ist eine Lösung, die nicht Standard ist, leider nicht Standard ist. Die sollte meines Erachtens serienmäßig in den Fahrzeugen eingebaut werden. Aber wer das nachrüsten möchte, das gibt einen Nachrüstsatz. Da müsst ihr euch dann ein Angebot von euren Hümer-Händler machen lassen. Also man kann es nachrüsten lassen. Wir finden es eine tolle Sache. Und das ist jetzt wohl noch nicht oft passiert. Also auf jeden Fall, wir danken der Firma Hümer ganz herzlich, dass sie sich unserer Anliegen so angenommen hat und für diese Lösung, die jetzt mit dem Doppelschalter ist, dem Werkskundendienst eingefallen und wir sind damit äußerst zufrieden. Jetzt müssen wir es nur noch die Zeit haben, dass wir es mal in der Praxis erproben können und dann werden wir noch glücklichere Gesichter machen. Also auf jeden Fall, das was wir immer gesagt haben, wir sind mit unserem Auto zufrieden, es sind eben nur einige Mängel und ich muss das auch, das habe ich auch im ersten Video gesagt, es ist ein technisches Gerät, an dem, ich sage mal, 1000 Teile, die nicht unbedingt füreinander hergestellt wurden, zusammengefügt werden müssen und dass da das eine oder andere klemmt, das ist ganz logisch und es ist auch okay, aber es muss dann auch beseitigt werden und es hat zwar jetzt bei uns ein bisschen vielleicht länger gedauert, aber es ist geschehen und wir freuen uns auf unsere nächsten Tage, die wir wegfahren können. Wir sind auf jeden Fall mit unserem Hümer B678 Dynamicline sehr zufrieden. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen und sagen, heute war ein schöner Tag. In jeder Hinsicht. Und jetzt fahren wir nach Hause. Fahren wir nach Hause und wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen Einblick geben. Und und wir wünschen euch gute Fahrt mit eurem Wohnmobil und natürlich mängelfreie Fahrt. Und wenn ihr mal Reklamationen habt, dann müsst ihr halt mit eurer Werkstatt reden. Also Hümer ist auf jeden Fall bemüht, die Mängel abzustellen. Das können wir hier nur bestätigen. Und wenn wir manchmal ein bisschen Kummer gehabt haben, das ist halt so. Wir sind jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden. Vielen Dank, Firma Hümer.
Ja, dem schließe ich mich an. Okay, so, ciao. Tschüss.